Guten Tag, willkommen. Hier ist Ihre blaue Runde. Hier ist Ihr Einblick und das mehrfach in jeder Woche. Ihr Einblick in die Landespolitik, Ihr Einblick in die Sichtweise, Denkweise und Arbeitsweise der AfD-Fraktion im Brandenburger Landtag. Probleme erkennen und Lösungen liefern. Wir fühlen den Abgeordneten auf den Zahn. Sie hören die blaue Runde, den Podcast aus dem Brandenburger Landtag. Wir gucken, was die Abgeordneten machen und das tun wir heute zusammen mit der innenpolitischen Sprecherin der AfD-Fraktion, mit Lena Kotré. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, Lena. Ja, hallo, schönen guten Tag. Lena, wir schauen einmal mehr aufs Personalkarussell der Altparteien, aufs Personalkarussell der Brandenburger Landesregierung. Das scheint sich ja im Innenministerium mit CDU-Innenminister Stübgen scheint sich dieses Karussell ja ganz besonders schnell zu drehen. Was gibt's denn da an neuer Personalie zu vermelden? Ja, der Herr Stübgen hat jetzt seinen Staatssekretär, den Herrn Schüler, durch den Ministerpräsidenten in den einstweiligen Ruhestand versetzen lassen. Und das ist jetzt eine Neuerung, die kam auch sehr plötzlich und sehr unerwartet. Der Herr Schüler ist im Innenministerium, hast du soweite Einblicke, für was genau zuständig gewesen? Naja, grundsätzlich für Polizeiangelegenheiten, innere Sicherheit und Ähnliches. Wenn du jetzt Polizeiangelegenheiten sagst, da hat sich ja gerade in der vergangenen Woche, wir haben mit Wilko Möller ja hier im Podcast schon drüber gesprochen, hat sich ja so ein bisschen was getan. Da gibt's eine neue Polizeibeauftragte mit Frau Inka Gossmann-Reetz. Aber das ist kein direkter Zusammenhang, den man daraus ableiten kann, oder? Nein, ich denke, da besteht jetzt kein Zusammenhang. Wobei natürlich der Innenminister keine wirklichen Gründe genannt hat. Er sagte eben, es wäre kein Vertrauensverhältnis mehr gegeben. Und deshalb müsse man sich trennen. Was jetzt wirklich dahinter steckt, da kann man viel spekulieren. Wir haben auch schon Gerüchte gehört. Das soll beispielsweise daran liegen, dass ja der Herr Schüler auf Wunsch des jetzt Abgeordneten Dr. Redmann wohl neuer Innenminister werden soll. Aber das sind alles Spekulationen. Nur die CDU tut natürlich nichts, um diese Spekulationen zu verhindern oder zu entkräften, denn sie sagt einfach mal gar nichts. Jetzt gucken wir uns diese Personalie Schüler mal noch ein bisschen genauer an. Du hast schon gucken lassen, der Mann ist für Polizeiangelegenheiten im Innenministerium zuständig. Hat's denn da in der Vergangenheit schon Einblicke gegeben? Hat's da schon geknirscht zwischen Minister und Staatssekretär? Oder war das eigentlich bisher eine durchaus harmonische Zusammenarbeit mit den beiden? Also ich selber habe nicht feststellen können, dass da irgendwie schon was im Argen lag. Der Herr Schüler war ja auch lange Zeit Mitarbeiter von Herrn Stübgen, als der noch Bundestagsabgeordneter war, hat also quasi das Büro mit ihm zusammengewechselt. Und das ist jetzt für mich zumindest völlig überraschend gekommen. Also sowas wie ein Weggefährte sogar des Innenministers. Ja, ein langer Weggefährte. Und der Herr Stübgen hat auch immer betont, dass da ein besonderes Vertrauensverhältnis zwischen ihm und Herrn Schüler bestehen würde. Jetzt dröseln wir das mal noch ein bisschen auf. Redmann, Fraktionsvorsitzender der CDU im Brandenburger Landtag, sagt, ich könnte mir den Schüler sehr gut vorstellen als neuen Innenminister. Wann ist denn da eine Ablösung vorgesehen auf diesem Posten? Die könnte ja eigentlich erst nach der nächsten Wahl stattfinden, oder? Ja, grundsätzlich wäre das so, dass das nach der nächsten Wahl stattfinden würde. Man merkt ja auch, der Minister, der verabschiedet sich so immer in kleinen Schritten immer weiter. Er hat ja jetzt auch gesagt, dass er das Amt als CDU-Landesvorsitzender aufgeben wird. Vermutlich wird er auch nicht mehr Innenminister sein, sollte die CDU nochmal die Regierung stellen im Land Brandenburg. Und es klingt durchaus plausibel, dass da hinter seinem Rücken schon so ein bisschen gemauschelt wurde. Aber wie gesagt, das sind eben alle Spekulationen. So, jetzt bin ich ein bisschen übergefragt. Ah, ich weiß, in welche Richtung wir gehen können. Gut, an Spekulationen, Lena Kotré, wollen wir uns natürlich überhaupt nicht beteiligen. Wir gucken auf die Fakten und die Fakten sind, wenn Schüler in den Ruhestand geschickt wird, in den vorläufigen, was heißt denn das genau? Wie alt ist der Mann? Ist der schon in einem Alter, wo man sagt, okay, das ist eh kurz vor der Rente, da macht das nichts mehr aus oder ist der noch jünger? Ja, der Herr Schüler, der ist 53 Jahre alt, also noch ein ganzes Stück entfernt von dem Ruhestand. Er würde jetzt aber allerdings natürlich, wenn er keine weitere Beschäftigung mehr sucht, ein Ruhegeld bekommen. Das würde natürlich jetzt nicht dem jetzigen Gehalt entsprechen. Es wäre mit Abschlägen, aber es wäre immer noch genug, um davon ein ganz angenehmes Leben zu führen.
Also der Brandenburger Steuerzahler wäre mal wieder in die Nase gekniffen und dürfte tief in die Tasche greifen für, ja, was ist das da? Was steckt dahinter? Ist das ein gekränkter Innenminister? Ist das ein gekränkter Parteichef der CDU Brandenburg, der sich immer weiter zurückzieht und das überhaupt nicht haben kann, dass da eventuell schon eine Nachfolge diskutiert wird? Es ist natürlich schwierig, wenn du sagst, es ist bisher von Geknirsche aus dem Ministerium nichts gehört worden, dann kann es ja natürlich nur eine persönliche Sache zwischen Minister und Staatssekretär sein oder gäbe es da noch andere Möglichkeiten? Naja, grundsätzlich gehe ich davon aus, dass das eine persönliche Angelegenheit zwischen den beiden ist. Mhm. Allerdings, und das ist ja festzustellen, hat der Wahlkampf sowohl innerparteilich als auch landesweit für die CDU schon längst begonnen. Wir erinnern uns zurück an die Aktuelle Stunde der letzten Woche, die wir beantragt haben im Landtag, wo es um Abschiebungen ging. Und hier ist ganz klar festzustellen, dass man jetzt hier natürlich versucht, also der Innenminister versucht, die AfD-Position komplett einzunehmen, unsere Forderungen zu übernehmen. Und das ist halt nichts anderes als eine billige Kopie. Und ja, wie gesagt, das ist halt einfach schon mal ein bisschen Wahlkampfgetöse, was da geleistet wird. Und es kann durchaus natürlich auch sein, dass auch innerparteilich man sich jetzt natürlich schon versucht, in Stellung zu bringen für die nächsten Posten, die zu vergeben sind. Findest du, Lena Kotré, das nicht ein bisschen früh für den Beginn des Wahlkampfs? Also gewählt wird, wenn ich da recht informiert bin, September 24. Also da sind wir noch gut 1,5 Jahre von der nächsten Landtagswahl hier in Brandenburg entfernt. Ist das nicht ein bisschen früh, da jetzt schon loszupoltern? Ja, das ist natürlich schon früh. Aber wir sehen ja jetzt die neuesten Umfragewerte. Die AfD ist mittlerweile stärkste Partei hier im Land Brandenburg nach diesen Umfragewerten. Wir liegen jetzt bei 27,5%. Und das ist natürlich auch an der CDU nicht vorbeigegangen. Mhm. Und die versucht jetzt natürlich, da unsere Position so ein bisschen einzunehmen und ja uns den Rang abzulaufen. Also dass natürlich der Wähler am Ende sicherlich das Original wählt und nicht die Kopie, dürfte klar sein. Aber ich denke schon, dass es darauf abzielt, eben, dass man versucht, uns das Wasser abzugraben. Auch jetzt schon. Ich versuche das nochmal für mich zu verstehen. Der Innenminister Stübgen von der CDU will eigentlich nicht mehr. Er will nicht mehr die Partei in Brandenburg führen. Er will auch offensichtlich nicht mehr Minister einer nächsten Regierung sein. Aber er läutet jetzt schon den Wahlkampf für seine Partei ein, übernimmt gerade in der Migrationspolitik ganz eindeutig, das war ja, du hast es gesagt, in der vergangenen Woche in der Plenarsitzung, wirklich ganz eindeutig zu beobachten, übernimmt die Positionen der AfD. Das passt für mich eigentlich nicht zusammen. Jemand, der jetzt schon so früh in den Wahlkampf startet, aber behauptet, eigentlich will er gar nicht mehr. Kannst du dir da einen Reim drauf machen? Naja, ich denke, dass ihm jetzt innerparteilich im Moment einfach der Rückhalt fehlt und dass dieser Rückzug als Landesvorsitzender wahrscheinlich auch eher ein taktischer Rückzug ist, weil er eben weiß, dass er nicht wiedergewählt werden würde oder wenn er wiedergewählt werden würde, dann mit sehr schwachen Ergebnissen. Naja, und ich denke, dass er dadurch versucht, sich zu profilieren und wieder Rückhalt zu erlangen, dass man ihn dann quasi als den Heiland, den Retter dann sehen kann, weil er es geschafft hat, die CDU wieder auf Kurs zu bringen. So kann ich mir das vorstellen. Und Schüler könnte eventuell einer gewesen sein, der jetzt so ein bisschen gebremst hat, der gesagt hat, das Übernehmen von AfD-Positionen könnte der CDU nicht gut tun. Ist das eine Möglichkeit, dass eventuell darüber die beiden Personen sich ein bisschen entzweit haben? Das ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, aber ich schätze das eher als unwahrscheinlich ein, denn der Herr Schüler war immer jemand, der grundsätzlich sehr auch auf der Linie von Herrn Stübgen war und aus meiner Erinnerung auch gar nicht der AfD so extrem gegenüberstand, wie das andere aus der Regierung tun. Ja, ich denke einfach, dass Herr Schüler wohl eher ein innerparteilicher Konkurrent von Herrn Stübgen geworden ist. Der frühe Wahlkampf der CDU und die Zeche zahlen tut mal wieder der Brandenburger Steuerzahler, der Bürger bei uns im Land Brandenburg. Staatssekretär Schüler geht in den vorzeitigen Ruhestand und tut das natürlich nicht, ohne weiterhin versorgt zu sein. Das ist ja nicht das erste Mal, dass es im von der CDU geführten Innenministerium auf der obersten Führungsebene knirscht. Klär uns mal auf, da gab es ja schon andere Fälle in der Vergangenheit. Ja, bemerkenswerterweise ist das auch immer im Haus des Innenministers der Fall.
Wir erinnern uns zurück, kurz nach der Wahl, also zu Beginn der Wahlperiode, hat ja der Minister Stübgen kurzerhand mal den Verfassungsschutzchef ausgetauscht. Wohl einer der Gründe war, dass er die AfD nicht beobachten wollte. Der Herr Nürnberger, der ehemalige Verfassungsschutzchef, und der Herr Müller jetzt vielmehr auf Linie des Innenministers ist. So, dann kam die nächste Entscheidung mit dem Staatssekretär Kant. Der wurde ja dann auch rausgekantet, sozusagen, wortwörtlich. Dann kam die weitere Personalentscheidung. Da hat der Herr Stübgen ja einfach mal schnell den Arbeitsvertrag seiner Büroleiterin entfristet und ihr somit ein unendliches Arbeitsverhältnis im Innenministerium verschafft. Mhm. Und jetzt eben diese Personalie Schüler. Also da ist einiges im Argen in der Personalführung bei Herrn Stübgen. Gibt es schon Gerüchte, wer die Nachfolge des Herrn Schüler antreten könnte? Nein, da gibt es noch keine Gerüchte. Und hier muss man sich natürlich auch Gedanken machen, wie soll das ausgestaltet werden? Also wir von der AfD-Fraktion sagen, das dürfte jetzt auf jeden Fall kein weiterer politischer Beamter sein, sondern da muss man natürlich überlegen, ob man für die Rest der Wahlperiode, und das ist ja nicht mehr allzu lang, das sind etwas mehr als 1,5 Jahre, dass man hier sagt, das kann jetzt nur noch durch ein Anstellungsverhältnis erfolgen. Das ist ja auch eine Möglichkeit. Und würde vermutlich den Brandenburger Steuerzahler ein bisschen entlasten. Auf jeden Fall, wenn es dann wieder Ärger gibt in der Führungsetage des Innenministeriums, wäre der finanzielle entstandene Schaden nicht ganz so hoch, korrekt? Genau so sieht es aus. Dass die Forderung der AfD-Fraktion näher gebracht hat, uns das heute in dieser blauen Runde die innenpolitische Sprecherin. Bei uns war Lena Cotré und wir haben gesprochen über den Zoff, den es offensichtlich gibt im Innenministerium, um die inhaltliche Ausrichtung dieses Ministeriums. Zwei Weggefährten, CDU-Innenminister Stübgen und sein langjähriger Begleiter und heutige Staatssekretär im Innenministerium Schüler haben sich offensichtlich entzweit und Schüler ist inzwischen in den einstweiligen Ruhestand versetzt worden. Wir werden weiter an der Sache dranbleiben, das versprechen wir, und versuchen natürlich für den Brandenburger Steuerzahler, der es bezahlen darf, mal rauszufinden, was da wirklich passiert ist. Und es gibt natürlich auch schon entsprechende Ansätze der AfD-Fraktion zu sagen, das darf nicht wieder ein politischer Beamter sein, da setzen wir jetzt einen Angestellten hin für den Rest der Legislaturperiode, denn wenn der wieder mit dem Minister nicht klarkommt oder umgekehrt der Minister mit ihm oder ihr nicht, dann wird es für den Steuerzahler wenigstens nicht so teuer. Lena Cotré, danke für diesen Einblick in die politische Arbeit. Wir haben so ein bisschen spekulieren müssen, weil wir natürlich auch nicht ganz nah dran sind an der Arbeit des Innenministeriums. Solange der Posten noch von der CDU besetzt ist, können wir da nicht so richtig reingucken. Aber ich habe das dem entnommen, was du uns erzählt hast. Du bist für die nächste Wahl auf jeden Fall sehr zuversichtlich, dass der Brandenburger den richtigen Weg beschreitet und das nächste Innenministerium dann nicht mehr von der CDU geführt wird. Ja, ich hoffe zumindest, dass sich dahingehend was ändert. Die Umfrageergebnisse, die sprechen ja jetzt für sich und die sprechen vor allem für uns. Und für den Brandenburger Wähler, das muss man auch mal dazu sagen, es hat ein bisschen gedauert. Wir brauchten so ein bisschen Anlauf als AfD, aber der Brandenburger Wähler sieht inzwischen, welche Partei sich für ihn und seine Interessen einsetzt und wird hoffentlich eine richtige Wahlentscheidung dann beim nächsten Mal treffen. So viel zu diesem Thema bei uns heute im Podcast. Dankeschön nochmal an Lena Cotré. Danke, dass du heute dabei warst und uns hast mal reingucken lassen. Ja, sehr, sehr gerne. Und das war diese blaue Runde. Wir sind am Samstag schon wieder da und freuen uns sehr, wenn Sie mit dabei sind bei der nächsten blauen Runde, bei unserem nächsten Politik-Podcast aus dem Landtag Brandenburg. Ich bin Detlef Frier. Danke fürs Zuhören. Tschüss. Die blaue Runde. Wir informieren Brandenburg. Aktuell.